Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Race. Diesmal mit Let's Race DTM Experience 2014. Und der Saisonstart in Hockenheim steht an. Ich bin mal gespannt, wie es denn insgesamt sich fahren lässt. Ist alles schon soweit vorbereitet, glaube ich. Das war, glaube ich, nur der Test. Ich muss es ganz kurz starten und nachschauen. Bin mir da jetzt gar nicht mehr so sicher. Während wir ein Bild auf den virtuellen Norrisring hier werfen und gleichzeitig den Meister der DTM-Saison 2014, Marco Wittmann, hier angezeigt bekommen, dessen Fahrzeug ich jetzt aber hier gar nicht sehe. Was haben wir denn hier? Tombé, Spengler, Martin, Rockefeller. Wer zur Hölle ist das? Vitoris könnte das sein. Naja. Okay. Es war nur der Test. Jetzt, ich habe es gerade kapiert. Naja, löschen. Brauchen wir nicht mehr. War ja, wie gesagt, nur ein Test. So, Championship. Ja, ist ja okay. So, wir fahren für BMW. Und zwar ersetzen wir Martin Tomczyk. Ich habe lange überlegt, aber ich finde einfach das klassische M-Design. Der nächste Wagen, der möglich gewesen wäre, wäre der von Bruno Spengler gewesen. Dem Franco-Kanadier. Mit dem matt-schwarz sieht teufelsgut aus, aber ich würde ihn ungern ersetzen wollen. Genauso wie ich ungern Marco Wittmann ersetzen wollte oder Auguste Farfus. Darum habe ich mich entschieden, ich fahre das Fahrzeug von Martin Tomczyk. Ganz kurz das Gucken, das waren 8. Das sind 7 und das sind 8, also 16 sind 23, also 22 Gegner. Mehr geht auch nicht. Durchfahrtsstrafe. Adaptive KI, ne. Machen wir es ähnlich wie, holen wir hier mal 91, ich bin mir nicht sicher, wie stark die sind. Pflichtboxenstopp an, jawohl. Training aus, Qualifikation der DTM-Saison 2014, da können wir auch schon starten und schon reinspringen. Ja, ins Qualifying, das wir jetzt heute sehen werden. Morgen folgt dann das Rennen. Also morgen werdet ihr dann sehen um 14 Uhr das Rennen der Formel 1 in Melbourne. F1 2015. Danach um 15 Uhr das ist der erste Lauf der WTCC 2014 in Monza. Um 16 Uhr folgt dann das DTM-Rennen. Und um 17 Uhr sind wir dann wieder hier mit der WTCC. Mit dem zweiten Lauf in Monza. Also vollgepackt das Wochenende mit Motorsport. Plus die Dirt Rally. Dinger, die kommen. Bis jetzt ist nur eins aufgenommen, aber da kommt bestimmt noch ein bisschen was. Nun ja. Ich würde sagen, weil ich nicht weiß, wie stark die Gegner sind und wie gut wir fahrig sind. Fahren wir gleich raus. Oh, ist doch gleich was ganz anderes wie die WTCC-Fahrzeuge, die TC1. Oh, viel zu schnell, viel zu schnell.
haben wir jetzt den Team, unseren Teamkollegen Antonio Felix da Costa hinter uns. Auch ein junger Fahrer, der nicht zu unterschätzen ist. Wow. Gehen wir mal ganz kurz aufs Dashboard. Aufs Dashboard war es auf die Motorhaube. Wir haben hier in Q1 nur 12 Minuten Zeit. Okay, jetzt wo ich vorsichtiger an die Kurven ranbremse, komme ich auch wieder ein bisschen näher an Antonio ran. Okay, da probieren wir in der nächsten Runde mal weniger zu lupfen. So, eine persönlich schnellste Sektorzeit. Oh. Bisschen spät eingelenkt. Mal gucken, wie konkurrenzfähig wir in Wirklichkeit sind. Wenn ich gerade... Boah. Ich dachte, hatten die Dinger Grip. Ich dachte eigentlich, wir würden ins Kiesbett fliegen. So, Eduardo Matara hat mit einer 1,40 aktuell. Wow, 1,38. Das sind wir schon mal. Ja, ich wollte doch hier nur lupfen. Insgesamt gilt es jetzt eigentlich einfach für uns. Oh, absolute Sektorbestzeit. Absolute Bestzeit Sektor 1. So, das klappt doch eigentlich schon mal ganz gut. So, Sektor 2. Absolute Bestzeit auch in Sektor 2. Jetzt probieren wir mal die Formel 1 Linie aus. Ach scheiße, ich komme gar nicht auf die Formel 1 Linie. Die DTM Linie ist ja hier in der Sachskurve außenrum. Die wären die Formel 1 zum Scheitelpunkt ganz innen ist. Ah, da geht's ja weit raus. Okay, dass die Runde jetzt ungültig ist, habe ich mir fast gedacht. Oh, wisst ihr, wie lange wir Rennzeit... Was für eine Rennlänge wir eingestellt haben. Es hat mal wieder keiner aufgepasst. War ja mal wieder logisch.
Also ohne Zweifel, der Wagen liegt verdammt gut. So, das hat uns ja nochmal 1,5 Zehntel gebracht. So, stellen wir mal unseren Wagen hier ab, gucken uns mal ganz kurz an. Das ist die unsere Schönheit. Ja, ich würde sagen, wir gehen zurück in die Werkstatt und beenden den Durchgang. Da passiert nichts, nicht mehr viel. Sondern ist der Meisterschaftsvortritt schon mal gespeichert. Q2 beginnt jetzt. Da sind wir, Bruno Spengler, Mike Rockefeller, also 18 Fahrer haben sich qualifiziert. Davon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 von 8 BMWs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Audis. Aber nur 3 Mercedes. Und das auf der Mercedes-Heimstrecke, das ist schon... Das hat schon was Bitteres an sich. Also es hat schon was Bitteres an sich. Direkt hinter Pascal Wehrlein. Also können wir endlich auch mal diesen Klang hier genießen. In der Einführungsrunde. So, Timo jagt Timo. Ich hasse das, da fliegt eine Mücke rum, den ganzen Tag schon, und die nervt, also den ganzen Abend. Den Tag war ich über, war ich ja nicht da. Also ich glaube, wir müssen noch eine Runde fahren und uns an den Riemen reißen, weil das hier können wir nicht auf uns sitzen lassen. Diese Performance, die wir jetzt hier gezeigt haben.
Im Gegensatz zu der Performance aus Q1. Wach, ist gar nicht so leicht hier, das Fahrzeug richtig unter Kontrolle zu halten. Und es hat trotzdem gereicht für eine Bestzeit. Knapp schneller als Edo Mortara. Aber Marco Wittmann von hinten kommt näher. So, und hier korrigieren wir schon mal unsere Bestzeit im Sektor 1. Aber gewaltig nach oben. Okay, das war jetzt nicht die feine Englische. Aber ich habe gebremst, weil ich die ganze Zeit gebremst habe. Und ich dachte nicht, dass der so stark verzögert. Unser Pascal Wehrlein. Immer noch Bestzeit, Sektor 2. Wenn auch nur ganz knapp. So, der Quersteher hat auch nochmal ein paar Zehntel gekostet. Auch wenn wir aktuell mal halbwegs durch wären. Zwei Zehntel langsamer. Ich schätze mal, an dieser Stelle werden wir im Rennen von Vorteil sein, weil von der Haarnadel sind wir auf der Bremse und hier, genau wie vor der Kurve. Zwei Zehntel schneller. Hier diesmal kein Quersteher und noch nicht ins Kies gekommen und das ins rausgetragen hätte. So, 7 Zehntel schneller in der im ersten Sektor wie noch gerade eben.
So, mal gucken, was jetzt im zweiten Sektorphase ist. Sogar noch 3/10 draufgelegt. Wow. So, an dieser Stelle beenden wir dann und das Qualifying hier auch mal. Durchgang beenden. So, Fortschritt gespeichert. Ist schon mal gut. Q3 startet jetzt und 4 BMW, 3 Audi und 1 Mercedes. Wir, Spengler, Fahrfuß und Wittmann. Für Audi ist dabei Ekström, Rockenfeller und Mortara. Und Christian Vitoris muss die Mercedes-Flagge hochhalten. Ob er will oder nicht. So, dann würde ich sagen, okay, Zeitinfos. Fahren wir raus. Was haben wir denn zu verlieren? So, Timo Glock fährt jetzt in diesem Qualifying nicht mehr weiter. Der ist raus. Ich habe leider jetzt nicht aufgepasst, auf welchem Startplatz, aber das sehen wir nachher noch oder spätestens morgen vorm Rennen. Wir konzentrieren uns jetzt zunächst mal auf die Top 4, damit wir in die Superpole kommen. Oh, bist du weit raustreiben lassen? Ich bin der Letzte, der seine schnelle Runde beendet. Seine erste schnelle Runde beendet. Volle Konzentration. Rockefeller war der Meister von 2003. Das heißt, in dieser Spielsaison ist er eigentlich der Titelverteidiger. Denjenigen, den es zu jagen gilt.
Aktuell Fahrfuß auf der provisorischen Pole vor Motara Spengler Vieturis. Ekström hat sich jetzt noch auf Position 3 vorgeschoben. Und wir auf Position 1. Also wir vor Fahrfuß und Wittmann, Ekström, Rockefeller als erster aus den Top 4 draus. So, dann haben wir noch oh, der Vorsprung reicht. Der Vorsprung reicht, da können wir zurück in die Werkstatt und sogar das Qualifying überspringen. Und sind immer noch sehr, sehr gut im Rennen. Oh, es gibt gar keinen Top 4 Qualifying. Also wir starten von der Pole. Vor Auguste Fahrfuß, Robert Wickens und Timo Scheider. Petrov startet vom letzten Platz. Also nochmal. Stuber, Fahrfuß, Wittmann, Ekström, Rockefeller, Mortara, Spengler, Vietoris. Sollte ein Knurren sein, Entschuldigung. Martin und Wehrlein runden die Top 10 ab. 5 BMW, 2 Mercedes, 3 Audi. Müssten es sein, jawohl. So, Tom Bay auf Position 11. Klock immerhin 12. vor Molina, Robert Wickens, Timo Scheider, Jamie Green. Ach, ihr habt jetzt ein paar Mal gesehen. Und ich würde sagen, wir starten auf den Option und machen einen ganz frühen ersten Boxenstopp und fahren dann unseren langen Stint mit den harten. Aber bei 11 Runden wird sich das eh nicht so bemerkbar machen. So, wir haben 28 Grad und 20 Grad, also Streckentemperatur und 20 Grad Umgebungstemperatur. Das ist die Startaufstellung. Wir vor Auguste Fahrfuß. Wittmann vor Ekström, dritte Startreihe Rockefeller Mortara, vierte Startreihe Spengler Vieturis, fünfte Startreihe Maxime Martin und Pascal Wehrlein, Andrian Tombé auf Position 11 vor Timo Glock, dann Molina vor Wickens, Scheider vor Green, Joey Hand vor Nico Müller, Antonio Felix da Costa vor Daniel Junkadea, Paul Uresta vor Gary Paffett und Petrov. Also wenn ich mal hochrechne. Zweifacher DTM-Champion neben einem einfachen DTM-Champion am Ende des Feldes. Dann zwei relative Jungspunde. Ein Jungspund und ein, naja, er ist kein DTM-Fahrer. Er ist geeigneter für den GT-Langstreckensport Joey Hand. Dennoch, für einen Amerikaner in der DTM hat er sich gut geschlagen. So, dann ein mehrfachen Vize-Champion, ein dreifacher, ne, zweifacher oder dreifacher Champion. Zwei, naja, junge Fahrer, ein ehemaliger Formel-1-Fahrer und schon DTM-Rennsieger neben einem nicht mehr ganz so, der Rookie ist ja keiner mehr, aber immer noch junger, junges Talent. Pascal Wehrlein, ein sehr junges Talent, neben Maxime Martin, für den ähnliches gilt. Dann mit Vieturis, ein durchschnittlich erfahrener Fahrer, der seine größte Zeit vielleicht noch vor sich haben könnte. Spengler, ein ehemaliger Champion. Rockefeller, ein ehemaliger Champion. Ekström, ein ehemaliger Champion. An sich muss man sagen, die Champions sind da quer verteilt. Aber jetzt, das wollte ich doch gar nicht. So, dann wir sind am Ende des Qualifying angekommen. Und, ja, damit wollte ich mich von euch verabschieden. Wir sehen uns dann morgen, wie viel Uhr hatte ich gesagt? Morgen um 16 Uhr zum DTM-Rennen, 14 Uhr Formel 1 in Melbourne, Formel 1 in Melbourne, 15 Uhr WTCC in Monza, 16 Uhr DTM in Hockenheim und 17 Uhr die WTCC in Monza. Also recht vollgepacktes
Rennwochenende und danach noch um 18 Uhr der sechste Teil des Need for Speed The Run Road Trips. Macht's gut, bis dahin, euer Replika 666.